Was ist das für ein Säckchen? Das ist ja köstlich. Das ist ein Teesieb, ein ganz normales. Und da sind Pimentkörner drin und Lorbeerblätter und eine Knoblauchzehe. Man kann es natürlich auch direkt reintun. Aber, das aber dann schön, hat man es nicht zwischen den Zähnen. Ja, ja. Das nimmt man nachher einfach genau. raus. Genau. Und je länger es zieht, desto besser ist es natürlich. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so drin. Das sind diese Pimentkörner. Genau. Dann hat man die halt nicht so zwischen den Zähnen und das Lorbeer und Knoblauch. Knoblauch, ja toll. Und man kann den Knoblauch auch roh rein, also so richtig reinpressen, aber ich habe. Ich fände es ja auch schöner so, weil dann ist der Knoblauchgeschmack zwar da, aber sanft. Nicht so. Genau, nicht das so war der Deckel. Ne? Genau. Aber wieder drauf. Genau. Ah, nee, halt, die Möhren brauchen wir noch reinzumachen. Ja. Genau, Möhren. So auch schön kleine. Ja. Schnipselt. Und Lauch. Ja. Ja, man nicht alles, richtig so, genau. Was man sonst so in die Suppe so tut. Was richtig kann, Suppengemüse, ne? Genau. Ja. Und Sellerie. Sellerie, die genau. Petersilie habe ich jetzt weggelassen, weil das muss nicht. Muss nicht. Also wenn man den Piment und den Lorbeer und so gut unterrühren. Ja. Okay. Und drauf. Gut. Wunderbar. Vielen Dank. Gut. Dann wir haben das ein bisschen weg. Im Auge. Ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen Flüssigkeit nach. Das tue ich hier mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Und wenn das dann. Jetzt mache ich mal ein klein bisschen höher. Weil wir das jetzt gerade das Gemüse reingetan haben und dann wieder etwas runter. Wir halten das im Auge. Genau, und wenn das fertig ist, was ist das? Das wären ostpreußische Buttermilchkartoffeln. Oh. Und jetzt gibt es dazu dann noch Buttermilch und saure Sahne und das wird vermischt. Und das ist ein Rezept einer Kollegin und der Mutter meines Freundes von Ursula Karusseit. Das muss ich sagen, sonst kriege ich Ärger. Ja. Also richtig ostpreußisches arme Leute essen eigentlich. Ich mache jetzt hier eine Sache. Ich habe ein Rotkohl. Rehgulasch. Das ist sehr, sehr schön. Da kommen jetzt Feigen rein. Herrlich. Kleingeschnittene Feigen. Sind sie so wie mir, so einfach so ein Holzlöffel? So rechts dort, ja. So normal? Das riecht wie Weihnachten. Das riecht wie Weihnachten, ja. Köstlich. Ich mache das jetzt, also ich musste das vor. Kochen, weil das 60 Minuten insgesamt. Ja, das heißt, cool. Jetzt noch 20 Minuten. Hm. Riecht hervorragend. Bisschen wie Lebkuchen. Ja, ja, da sind ja, da ist auch Zimt drin. Und Kardamom? Kardamom. Herrlich, muss ich und Nelke. Und deswegen, ne? Ach, deswegen. Herrlich. Wunderbar. Richtig gut. Die sind hier fein. So, also. Na, gut. Na wunderbar. Und so, wunderbar. Aber es sieht auch gut aus, auch von der Flüssigkeit her. Ne? Wunderbar. So, dann mache ich mal hier, ich habe ein bisschen. Also das ist jetzt das, was ja, ne? Was dazu gehört, genau. Was dabei. Also so einen guten Löffel Schmalz. Also das ist natürlich großartig. Das, ne? Ist ja, toll. Das hören Sie ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Wunderbar. Das liebe ich schon. Habe ich schon seit so ein Glück, dass ich. Man muss ja auch Gas in der Wohnung haben, angenehm. Ja, aber das ne? darf man nicht. Nein, aber da in der Altbau, da ist es angenehm. Geht es, ja, genau. So, jetzt kommt da rein Speck. Mhm. Hier. Speck. Wo habe ich denn meinen? Ich frage mich gerade, gesalzen habe ich das nicht, ne? Bitte? Ich habe es nicht gesalzen. Das muss ich jetzt noch machen. Muss ich einmal rum? Ja, wunderbar. Ja, fällt mir gerade ein. Ja. Bei meinem muss ich mit dem Salzen vorsichtig sein, weil der Speck schon gesalzen genau, ist. Genau. Ne? Ja. Und das riecht schon schön. Herrlich. So, und das ist das Wild. Mhm. Das Reh. Kann man das nur mit Reh machen oder gehen da auch andere? Wildschwein. Ja, wunderbar. Bin ich sicher. Das soll jetzt, dann darf ich das darf ich jetzt nicht so viel rühren, damit es ein bisschen anbräunt. Ja. Anbrät. Wenn ich das nämlich jetzt dauernd rühre, man könnte es übrigens auch mit Lamm machen. Warum nicht? Köstlich. Jetzt lasse ich das so ein bisschen bräunen. Und dann kommen Zwiebeln dazu. Die werden auch so ein kleines. Und dann Rotkohl. Oh, herrlich. Also eigentlich ist es ein sehr einfaches Gericht. Das ist sehr hervorragend. Ne? Wichtig großartig. Sind, die haben wir aber, das haben wir schon verraten, der gute Geruch. Nelke gemahlen. Ne? Zimt gemahlen und Kardamom. Wobei, wenn man. Also man kann es natürlich auch. Ganze Nelken nehmen, ganze Kalbung. Aber dann hat man das gleiche Problem im Mörser. Ja, nee, im Mörser. Ah. Das ist noch etwas intensiver als die gemahlenen. Das riecht hervorragend. Sie haben das mit dem Gas im Griff, weil ich bin natürlich kein Gasexperte. Nein, wir gucken mal, ob ich es ein bisschen runterstellen soll. Das ist jetzt ziemlich hoch. Ja, das, guck mal ran. Ah, nee, das ist gut. Ja. Und das Säckchen, ne? Ja. Da hat es seine Dienste getan. Ja. Wunderbar.
Hier noch ein kleines bisschen, aber schon ganz schön, guck mal, ist das schon schön braun. Herrlich, riecht schon großartig. Und es, es brät schön an. Wunderschön. Das Problem ist oft, dass es so Wasser zieht. Und dann brät es nicht richtig an, sondern dann fängt es schon an zu dünsten. Ah, ja. Man will aber, bevor man es dünstet, will man es anbraten. Hervorragend. Ja, wird schon ganz schön braun. Ach, bin ich ja glücklich. Das brauchen wir ja nicht mehr, ne? Das räume ich hier schon mal weg. Das, na. So, ich glaube, dass ich jetzt schon Zwiebel dazu tun kann. Ich bin so ein Hefallgucker, so heißt ja, es in Österreich. Ja, das heißt, man ja, muss überall probieren. Sie sind es, Salzburgerin. Genau. Oh, eine schöne Stadt. Ja. Liebe Salzburg. Ja, ich auch. Aber oh, da heißt es Hefallgucken, was man bei uns ja nicht darf. Hefallgucken. Ja, und da kochen Sie als Österreichin etwas Ostpreußisch? Ja, das ist eine Reminiszenz an meinen Freund und seine Mutter, weil ich das so gerne esse. Und die beide streiten immer, wer das besser macht. Ah. Ich halte mich immer schön fein raus und esse es bei beiden und versuche so eine eigene Mischung. Aber wo schmeckt wirklich besser? Nicht ich werde den Teufel tun. Ja. Jetzt hätte ich den Bein. Ich war schon nah dran, es war nicht schlecht. Nee, nee, das traue ich mich nicht. Nein, nein, also, will ich auch nicht, da will ich auch nicht. Familienkriege hinauf. Nein. Aber es ist ja schön, wenn ein Gericht so weitergegeben wird von Generation ja, ja, zu Generation. Das mag ich gerne. Ja, ich habe sowas erstens noch nie gegessen, habe auch noch nie davon gehört. So Buttermilch. Das ist ein ganz einfaches Arme-Leute-Essen. Also arme der Leute. Speck und die Würstchen, das kommt wo dazu. Wo wir ja so verwöhnt sind, sind auf einmal die Arme-Leute-Sachen ja wieder aber was Kartoffeln Besonderes, mit Butter, oder? Frische Kartoffeln mit Butter muss und Salz. Sein, sowieso. Na, da sowieso. Kann man nichts falsch machen. Nee. So, das sieht doch auch schon gut aus und vor allem riecht es schweinelecker. Ja, das stimmt. So, die wunderbar. Ein bisschen die Zwiebeln an. Ah, jetzt kommt der Blaukraut, heißt es in Österreich. Ja, Blaukraut. Rotkohl. Rotkohl. Und jetzt kommt natürlich etwas sehr Schönes. Was jetzt reinkommt, jetzt kommt der Clou vom Clou. Der Clou? Da kommt nämlich jetzt, also das ist noch nicht der Clou. Fond? Wildfond, klar. Ach, ich sehe schon. Oh. Aber. Portwein. Portwein. Kann ja nicht schlecht sein das bei den Sachen, die da drin sind. Das kann nicht schlecht sein. Portwein, und zwar. Aber auch ordentlich. Aber ne? Ordentlich, ja. Ich hab eine befreundete Familie. Nie Port, die machen Portwein. Und wenn ich die besuche in Porto, kluge Freundschaft, dann kommen die und dann sagen, was warst du noch mal für ein Jahrgang? 34, dann geht er immer zu einem Fass. Und lässt ab? Lässt ab und dann trinke ich Portwein von 1934. Sie können Flaschen mitbringen und dann die Flaschen voll machen, oder geht das nicht? Ja, nee, das... Das wollen Sie dann doch nicht so gerne. Aber Portwein ist was Feines. Portwein. Das mag meine Mutter auch sehr gerne. Ja. Früher haben die Engländer das viel so nach der dem Königin Essen Mutter, dem wie wir Essen. Wissen, ne? Ja. Hat ihr nicht so gut getan. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. So, ja, jetzt muss ich natürlich das Wichtigste. Nett. Also, und zwar... Ich esse hier meine ganzen Würstchen auf, von wegen Hefallgucker. Ja. Was haben wir gesagt? Irgendeins musste ich ein bisschen weniger machen. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Die Nelke nur die Messerspitze, ja. Oh ja, das wird sonst bitter, oder? Ja, dafür vom Zimt einen halben Teelöffel. Da darf man ruhig ein bisschen mehr. Und von Kardamom auch einen halben Teelöffel. Köstlich. Und was ist das für ein Schmalz? Gänseschmalz. Ja, Gänseschmalz. Kann man aber auch, kann man auch anderes nehmen. Gut. Schweineschmalz gibt es auch. Also ich finde das... Das ist ein richtiges Winteressen, ne? Ja. Köstlich. Großartig. So. Ess immer noch ein Würstchen. Mal gucken, dass ich hier nichts vergesse. Jetzt muss ich die Uhr stellen auf 40 Minuten. Deswegen habe ich eine schon vorgemacht. 40 Minuten. So, Deckel drauf. Der Clou bei meinem ist, dass es nachher, wenn diese Buttermilch dazu kommt, nicht mehr kochen darf. Falls ich das vergesse, bitte erinnern Sie mich daran. Ich denke daran. Sonst flockt das alles und das wollen wir natürlich nicht. Gerinnt, ja. Und dann ist aus, dann kann man es wegwerfen. Sie sagten gerade, Ihr Freund kocht für Sie. Ja. War das immer so, dass Sie von den männlichen Männer haben immer gekocht? Ja, das liegt auch daran, dass ich kein besonders begnadeter Koch bin. Wobei es vielleicht daran liegt, dass ich es nicht so oft tue, weil sie meistens für mich gekocht haben. Weil sie bekocht wurden? Also sowohl mein Vater, sowohl mein Vater kocht hervorragend, als auch mein Ex-Mann kocht hervorragend, als auch mein Freund kocht hervorragend. Nur mein Sohn isst nicht. Das ist der ist ein ganz schlechter Esser. Wie alt ist der? 9 ist der. Und der isst halt so, was man... Wenn man sie sieht, kann man ja nicht glauben, dass sie schon einen 9-jährigen Sohn haben. Aber es ist so, ich glaube sie. Das ist mein eigenes. Und der isst... Der isst halt, was alle Kinder essen. Alles, was weiß ist. Also Spaghetti und Pizza, am liebsten ohne alles.
Was ein Jammer ist, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir das zu wenig mit ihm gemacht haben. Wirklich? Ja. Also ich probiere eigentlich gerne und alles und jederzeit, aber vielleicht habe ich zu Hause zu wenig gekocht. Vielleicht liegt es daran. Ach so, ich bin halt auch viel die feinen Sachen eher unterwegs im Lokal, im Restaurant und zu Hause. Ja. Naja, ja. Aber man hat ja auch noch was anderes zu tun, außer kochen leider. Ja. Aber Sie haben schon immer was zu Hause zum Essen, oder? Ich liebe das. Ich bin ein großer Einkäufer. Wirklich? Also Märkte, so Lebensmittelstationen. Sie leben jetzt in Berlin, ne? Genau. Und da kommen wir ja, hier gibt es viele Märkte. Und Winterfeld. Toll, und KDW und Lafayette und das alle ist diese es. Sachen. Kühlschrank voll ist mein Allerschönstes. Ach, und wenn bei mir toll. Jemand nach Hause kommt, ist erstmal der Kühlschrank geöffnet. Da ist immer was drin. Mal gucken, was es gibt. Genau. Gut, dann weiß ich ja, was ich machen muss, wenn ich Sie besuche. Das will ich, da bitte ich drüber. Aber so eine wunderschöne Küche habe ich natürlich nicht anzubieten, leider. So, dann machen wir mal hier. Machen wir hier weiter, genau. Jetzt kommt es mit der Buttermilch. Ja, und Sie erinnern mich, was ich ausmache. Ja. Das Lustige beim Kochen ist ja immer, dass die österreichischen und deutschen Begriffe oft andere sind. Ja. Dass man sich da manchmal so zwangsverständigt. Aber bei mir brauchen Sie keine Sorge. Ich bin ja aufgewachsen im alten... Kleinen Löffel. Ah, ein kleiner oder ein was für ein Gastgeber? Ich nehme ruhig einen großen. Ich bin ja im alten K&K Österreich, also Mähren, aufgewachsen. Wir haben Kipferl gesagt und Kipferl Decker. Und Knödel. Decker und Knödel und sicher? Kaffiol. Und Beuschel. Und Beuschel und Erdäpfel. Wissen und Sie denn, was ein Beuschelreißer ist? Nein. Das ist eine starke Zigarette. Ich finde die auch immer sehr schön. Also, ehrlich gesagt, als ich in diesem Teil Europas gelebt habe, waren Zigaretten noch nicht so mein Thema. Aber dazu kann ich noch was machen? Nein, das kommt dann rein, wenn die fertig sind und wir ausgedreht haben. Übrigens hat hier bei mir mal der Hans Meiser Salzburger Nockern gemacht. Und ehrlich? Der war nervös. Das hat funktioniert, ich wollte es gerade sagen. Ja. Das würde ich mich nie trauen. Ich auch nicht. Also auch kein Soufflé, weiß der Teufel, was passiert? Nockerl hat er gemacht. Uns hat geklappt? Geblieben, ja. Oh, ich bin ja kein Süßmaul. Ja. Also, da war jetzt, was war jetzt Buttermilch? Buttermilch und saure Sahne. Und saure Sahne. Und man kann noch ein bisschen Creme fraiche, aber das wird dann sehr sämig und so. Süß, besser, so, derber so. Wir können nachher noch probieren, weil mit der Menge ist es immer so eine Sache. Ja. Dann warte ich jetzt, bis die fertig sind. Wie schauen die denn aus? Gucken wir noch mal kurz. Oh, das riecht. Das riecht schon toll. Fest. Ah, da freue ich mich ja schon. Ein bisschen Wasser vielleicht noch, oder? Ja, gerne. Das sieht mir etwas, das wird etwas trocken hier gerade. Das mit diesem Lorbeersäckchen ist natürlich, je länger das hält, desto besser. Ja. Also man sollte sie vielleicht noch ein bisschen so schauen. Ja, kann einen kleinen Moment, weil das kommt ja dann zu dem Kochwasser dazu. Das ist gut so. Ah, ja. Na, Pfeffer, wer sagt, oder? Wer sagt es denn? Gutes Timing, oder? Perfekt. So, jetzt tue ich das mal weg. So. Jetzt machen wir das ganz klein, glaube ich, damit es bloß nicht, das ist ja meine einzige Angst, dass das jetzt das Flocken anfängt. Ja, ich mach's aus. Ja, es soll schon noch ein bisschen, weil das ist ja jetzt kalt. Ja. Und dann ich mach's nachher wieder an, aber jetzt okay, oder? Gut, wie Sie wollen. Jetzt nehme ich erstmal dieses Säckchen da raus. Ich kann's auch wieder anmachen und klein machen. Erstmal. Ja. Damit wird hier nicht eine solche Sauerei produzieren, weil da jetzt ist es ganz klar. Heiß. Ja. Jetzt ist es ganz klar. Das ist doch super. Jetzt kommt es da drauf. Schön gerührt. So. Ja, ich bin ganz fasziniert von diesem Rezept. Das ist halt, dass je länger es steht. Ne? Das ist so eine Suppe auf dem Herd, wenn sie steht und jeder geht am vorbei. Am nächsten Tag womöglich. Am besten. So, ist es schon aus? Weil jetzt darf das hier bloß nicht, das ist meine einzige Angst gewesen. Wunderbar, ne? Also ist ganz klein. Ganz klein, das ist perfekt. Das, okay? Das ist super. So, gut. Jetzt tue ich das hier weg. Ich muss mal kurz die Pfoten abwischen. Ja, das ist auch. Das ist gut. Jetzt weil muss sie ich früher ja? Ärmer waren, haben Sie mehr Fantasie entwickelt. Ja, sicher. Und das Buttermilch hatte jeder Kartoffel. Ja, aber das ist das. So, jetzt übe ich das mit dem Eischlagen. Haha, jetzt wird's lustig. Also das Eigelb kommt dann da rein. Ach, das wird jetzt getrennt. Ja, weil das halt so weiß ist. Ne? Das sollte jetzt mal im Idealfall. Da gab es damals einen wunderbaren Treffer. Film. Sabrina mit Audrey Hepburn. Und oh ja, damit ja. An, dass sie in einer französischen Kochschule lernt, versucht, wie man zu mit trennen. Einer Hand ein, Ei, das Gelb vom Weiß genau trennt. So. Ich kann das ja kaum mit zwei Händen. Ja, es geht immer Treffer. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen heißes oder lauwarmes Wasser, wenn Sie hätten. Ja, klar. So. Hier, ne? Da darf ich mir mal so diese Teile eins runterreißen. So. Wunderbar. Soll es eher lauwarm oder nicht? Es muss nur ein kleiner Schluck für das Eiweiß, damit sich das besser. Nur ein kleiner Schluck. Das ist nicht, muss nicht so viel sein. Klein lauwarm ist gut. Das reicht. Kann das jetzt ist es sehr heiß. Das ist egal. Das ist nur, damit es sich besser verbindet. So mit so einem ganz kleinen, nicht, dass wir dann ausrutschen. Jawohl, perfekt.
So, weil so ist sie natürlich weiß und nicht ganz so ansehnlich. Und wenn man da... Ach, das Gelb macht, ist das... Ah, ja, das Auge. Für die Farbe, so, aber jetzt Auge, könnten wir es wieder anmachen, so ein kleines bisschen. Ein bisschen höher stellen? Ja. Mhm. So. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt wird es abgeschmeckt mit Salz und Zitrone und ein bisschen Pfeffer. Das dieser Speck und so, das kommt das direkt rein oder wenn das noch? Oh ja, wenn Sie Zeit haben, das wäre natürlich hervorragend. Zumindest kann ich hier schon mal ein bisschen mithelfen. Anmachen. So. Ich komme ja wirklich leider wenig zum Kochen, deswegen geht mir das alles nicht so ganz flott von der Hand wie Ihnen. Ja, aber man kann ja immer zugucken. Das Schwarz, das Weiß? Ja. Das weiß ich jetzt nicht, nehme ich mal den Weißen. Ja. Das passt farblich auch besser. Das ist doch... Wird das zusammen? Ja, also erst den Speck und den ein bisschen auslassen, so dass man da, braucht man nicht so viel Fett, kleines bisschen vielleicht so. War der abgemessen richtig? Das war, glaube ich, richtig, ja. Das kann man alles so Auge mal Pi. Gut. Mir ist mal in der Küche von meiner Großmutter so ein Salzfass runtergefallen. Seitdem bin ich da. Aber was haben wir gelernt? Dreimal über die linke Schulter, ne? Genau. Jetzt die Zitrone. Kommt da auch noch rein? So. Und Ihres brodelt da so, das haben Sie sicher. Ja, das, ich mache dann nachher dieses, nehme ich dann dort vor. Und da kommt, das schmecke ich dann ein bisschen ab mit Balsamico und so. Dann noch mal und so. Salz, Pfeffer und dann können wir das schon probieren. Jetzt muss ich dann mal langsam. Ist ja auch gefährlich, die Zitrone, dass das nicht gerinnt. Ja, ich hoffe, dass ich bin nicht unglücklich. Aber wegen der Buttermilch. Aber die Buttermilch, nee, das ist eine normale Milch, die würde gerinnen. Genau. Ja, ja. Genau. So, jetzt das bisschen Muskat. Und natürlich. Aber kommen Sie noch nach Salzburg? Ich bin ganz viel da, weil meine Mutter lebt da noch. Ah ja. Und mit meinem Sohn, der liebt es natürlich da auf dem Land. Und wir sind da wirklich häufig. Also Weihnachten, Ostern, im Sommer. Und Salzburg ist ja auch kulinarisch wirklich eine Reise wert. Habe ich irgendwas vergessen? Salz, Pfeffer? Na? Eine Prise Zucker. Zucker steht hier. Ah ja, genau. Toll. Okay. Kleine Prise voll. Ja, ich bin oft bei den Salzburger Festspielen in Salzburg und liebe es auch. Herrlich, ne? Ganz fantastisch. Dem gehe ich natürlich aus dem Weg, weil ich sowieso nicht so ein ausgehfreudiger Mensch bin. Naja, ich gehe dann aber auch nur in die Vorstellung und mache diesen ganzen Rummel. Das schmeckt aber das Essen sehr gut. Ja, aber dieser ganze Rummel, das ist ja... Dann liest man am nächsten Tag in der Zeitung, wo man war. Mit wem man was gesagt hat. Aber ich war auch übrigens mal zu Weihnachten, also vor Weihnachten, Weihnachtsmarkt in Salzburg. Ach, das ist schön. Oh. Und da gibt es einen hervorragenden Glühwein, aber ich nur weiß, am richtigen Stand. Ich weiß. So wie auf dem richtigen Stand die guten Würstel beim Mozarthaus. Am Domplatz, genau. Ja, genau. Nee, am Universitätsplatz. Ja. Ja, das stimmt. Man darf nicht in den Falschen gehen. So. Pfefferbrise Zucker, so, da sind Sie schon dabei. Das ist ja eine große Hilfe. Ja, also das braucht auch jetzt so ein... Na? Holzteil. Das hat meine Großmutter mir immer verboten, dass man den Löffel in der Suppe lässt. Oh ja, da regen sich ja immer viele Leute auf. Wollen Sie mal probieren, ob Ihnen dazu noch was einfällt? Gerne. Also da kommen noch natürlich dann die... Ja, die Würste. Die Würste und der Speck und der Schnittlauch oben drüber. Ist nicht sehr heiß, es geht. Ich glaube. Das ist aber lecker. Und nicht schlecht, oder? Ja, ich mag ja auch Buttermilch. Ja, ich auch. Und das ist schön sauer. Muss man mögen, dann diese ich Säure. Ich immer, ne? Ja. Toll. Also ich weiß, jetzt werde mich jetzt nicht entscheiden, welche besser schmeckt von meinen Vorgängern. So, jetzt noch den Schnittlauch. Und wenn dir, ja super. Kann ich Ihnen das so überlassen? Ja. Dann mache ich den Schnittlauch. Also das kann ich gerade noch. Nein, ich meinte wegen der Zeit. Nicht mit Ihnen. Nein. Ist das Müll? Da hinten, das ist Abfall? Müll, ja, Abfall. Klar. Das Bio-Loch. Ja. So, den Schnittlauch. Wahnsinn. Eins schöner als das andere. Das muss doch zuerst ein bisschen das kann richtig dann ausgelassen werden und dann genau. Was, ne? Ganz genau. Wunderbar. Ja. Also das riecht so gut, dieser Rotkohl. Ja, aber das liebe ich auch ganz besonders, muss ich sagen. Da freue ich mich ja, dass ich das... Ja, aber ich bin ich mag auch nicht so gern Süßspeisen. Ich bin eher so ein. So gerade so die feinen, deftigen Sachen. Ich war Hausmannskost. Auch Hausmannskost. Ja, mag ich am allerliebsten. Kartoffelpuffer ist mein allerschönstes. Ah. Selbstgemachtes. Das ist auch was Gutes.
Also diese Messer sind ja gut scharf. Ja, Vorsicht. Noch sind sie alle dran. Aber ich habe mal gehört von einem Koch, dass man sich mit stumpfen Messern eher schneidet als mit scharfen. Genau. Ich glaube, das wird reichen für zwei Teller so, oder? Ja. So, ich glaube... Das sieht gut aus. Jetzt die Würstchen. Jetzt kann man doch die Würstchen dazu tun, ne? Ich bin ja ein toller Gast. Was ist das für eine Wurst? Ist das Dempel? Da kann man alles Mögliche nehmen. Also Wiener, bei uns in Österreich heißt es ja Frankfurter. Ja. Ne, zur Verwirrung. Was wir Wiener nennen. Debrecina. Die isst man in Wien auf dem Arsch, so am Stand nachts, wenn man von der Party kommt. Ist aber auch gut nach dem Kater, Burenwurst. So, jetzt probiere ich dann nochmal. Muss dann noch was. Und in Berlin isst man die Currywurst. Ja, das mag ich nicht so gerne. Ich auch nicht so. So, haben wir einen ähnlichen Geschmack. Dem Kanzler. Genau, und Herrn Becker. So. Gut. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz kann noch. So, das riecht aber auch toll. Also ich müsste jetzt eigentlich davon mit was nach Hause nehmen, damit sie mir das glauben, dass ich das auch... Dass die morgen besser ist. Genau. Ja, wir stellen mal was in die Ecke hier. So, ein bisschen Salz noch. Wobei übrigens das, was ich hier mache, auch morgen auch besser schmeckt. Wahrscheinlich morgen. Dann komme ich einfach morgen wieder. Diese ganzen Gerichte, die sind diese alten von der. Aber sie stehen nicht so lange, weil sie so gut sind. Genau. Aber das sind die Gerichte der Großmutter, die schmecken fast immer besser. Aber das ist doch toll. Da kann jeder nach Hause kommen, wann er muss, und es ist immer was auf dem Herd. Ja. So, das sieht toll aus. So, da haben wir jetzt gar kein Fett dazu gegeben, ne? Nein, kann man mal perfekt. Wunderbar. Soll man die ein bisschen abgießen, oder? Und auf so ein Küchen. Das ist nicht. Ich glaube, super, ne? Ja, das weil sonst. Ich mache hier mal ein bisschen sauber. Brauchen wir alles nicht mehr. So. Das Eiklar, ja, hinüber. Das ist ja schon gar, oder? Die das ist alles perfekt. Das braucht gar nichts mehr. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch. Ich mache hier mal ein bisschen sauber. Wasser war da drüben, ne? Da mache ich hier mal den Tisch ein bisschen blank, damit man nicht so. Hat es? Ah, nee, ne? Das ist lauwarm. Das ist ja perfekt. Ist es ja? Ach, großartig. So. So, jetzt mache ich hier mal ein bisschen. Das ist vielleicht ganz gut, da ist doch sehr viel. Ja, das müssen wir unserem Cholesterinspiegel nicht antun. Nein. So. Hm, aber da braucht man gar nichts dazu, ne? In diesem Speck. Oh. Ich habe schon so viele probiert. Ja. Super. So. Das brauche ich noch gleich. Brauchen wir sonst noch was? Oh, jetzt kocht zum Himmelswillen. Schnell. Schnell ausmachen. Lieber Gott, bitte nicht. Das ist das. Das ist das Gas. Damit komme ich natürlich. Nein, aber es geht noch. Nein, das ist alles okay. Ich glaube, wir können schon, oder? Ja, ja. Probier noch mal. Doch, ja. Also. Ein Schöpflöffel. Schöpflöffel hängen dort. Jetzt mache ich das aus. Das ist noch an, die anderen sind alle aus. Soll ich Ihnen mal? Ja. Nur ich nehme es mal so brut. Es sieht ja nicht so schön aus, leider, aber. Halb noch? Ja. Bisschen mehr. Wunderbar. So. Super. Und dann. Ja. Dann den Schnittlauch. Ich nehme jetzt mal mein Reh runter. Mhm. Man kann das natürlich auch passieren, aber das wäre halb so schön. Nein. Ich lasse das einfach hier drin, oder? Ja. Okay, na, ich tue ihn auf die Seite. So. So, jetzt Schnittlauch. Die Würstchen hätten natürlich eigentlich noch da reingehört zum Ziehen lassen, aber das haben wir jetzt. Ach so. Habe ich jetzt vergessen. Jetzt wissen wir, wie es ist, genau. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn der Speck noch zieht, aber dazu hatten wir jetzt auch. Ja. Haben wir gar nicht mehr dazu. Ne? Das ist das, was ich dann morgen probiere. Genau. Dann tun Sie es über Nacht rein. Das sieht doch schön aus. Doch toll. So. Schnittlauch? Ja. Gibt es denn irgendwas, was Sie nicht essen? Nee. Wenig. Fällt mir nichts ein. Ich mag Brokkoli nicht so gerne. Ich auch nicht. Aber ich würde sie essen. Ich esse auch. Aber es ist nicht meine Leidenschaft. Genau, meine auch nicht. Guten Appetit. Das sieht toll aus. Ja, ich finde es auch schön. Also einen herzlichen Gruß an meine Lieben. Ja. Prost. Doch, du heiß? Heiß. Aber gut. Gut. Säuerlich? Säuerlich. Ja, weil es zum Schluss noch mal, doch noch mal gekocht hat, leider. Aber es ist nicht ist okay.
Nicht schlecht. Es riecht nicht so verlockend wie ihr's. Naja, ist auch kein. Ich bin ein großer Suppenfan sowieso. Ah ja. Aber bei den Tellern ist ja das Gute, dass es leicht abkühlt. Gell? Mhm. Oh, toll. Mhm. Muss aber leider. Mhm. Ich kann nachher nicht weiter essen. Mhm. So, ich. Kann ich helfen? Nö, nimm das jetzt hier vor. So, jetzt kommt ein bisschen Balsamico. Mhm. Wo finden Sie denn Ihre Rezepte so zusammen? Bitte? Wo finden Sie denn Ihre Rezepte so? Ganz unterschiedlich. Da gibt es überhaupt nicht eine einzelne Quelle. Mhm. Aber Sie kochen nicht nach, also nach, nicht aus dem Kochbuch? Ich bin ein reiner Rezeptkocher. Mhm. Mal probieren. Ich auch, anders kann ich es gar nicht. Nee, nee, ich bin aber. Das ist aber wie bei der Musik. Es gibt vom Blattspieler und es gibt also Notenspieler und es gibt Auswendigspieler. Das ist keine Schande, dass das man nach Rezept. Bringen Sie mir zwei Teller? Ja, wo von da oben? Ich bin zu klein. Ach, große solche? Nee, oder solche? Nee, so, ja, sowas. Das ist ich sehe da nicht hinauf, nicht, dass ich Ihnen da die falschen bringe. Mach. Tu mal den Speck hier weg, ne? Ja. Dann haben wir mehr Platz. Das ist heiß hier. Kann sein, dass es noch ein bisschen. Muss? Nee, ein bisschen Salz fehlt. Mhm. Je nach Geschmack. Also man. Mhm. Aber kochen und plaudern ist sowieso das Schönste. Ja. Mhm. Darf ich? Eine Gabel? Ja. Also. Also. Ich glaube, wir brauchen kein Messer. Oh, schaut gut aus. Die Feige ist ja. Ein Äquivalent. Mhm. Nun, zuerst sehr das tolle spannend. Süppchen und dann. Aber beides schon deftig. Es ist eigentlich Gulasch, ne? Ja. Aber ein sehr feines. Mhm.